Für die Fraktion Die Linke darf ich die Fraktionsvorsitzende Wissler nun ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Über 57.000 Menschen in Deutschland und über 2 Millionen Menschen weltweit sind seit Beginn der Corona-Pandemie an und mit Covid-19 gestorben. Viele, die die Krankheit überlebt haben, tragen anhaltende und schwere gesundheitliche Schäden davon. Und unsere Anteilnahme gilt den Menschen, die Angehörige verloren haben oder die selbst schwer erkrankt sind. Und unser Dank und unsere Solidarität gilt den Menschen, die an vorderster Front unter hohem persönlichen Einsatz und unter schwierigen Bedingungen gegen das Virus kämpfen, die Beschäftigten in den Krankenhäusern und in der Pflege, in den Gesundheitsämtern und in den Laboren. Zu den gesundheitlichen Schäden, die das Virus verursacht, kommen die sozialen, psychischen und wirtschaftlichen Folgen. Deutschland ist seit 3 Monaten im Lockdown, der immer weiter intensiviert wurde. Die Infektionszahlen gehen langsam runter, aber zu langsam. Es ist ein quälend langer Lockdown. Wann er beendet werden kann, kann derzeit niemand sicher sagen. Wie gefährlich die mutierten Viren sind, das zeigt sich gerade in Portugal, und das hat sich zuvor gezeigt in Großbritannien und in Irland. Und um den erneuten Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden und um Leben zu retten, müssen wir die Inzidenzen so weit wie möglich senken. Langfristig helfen die voranschreitenden Impfungen. Und das braucht offenbar einen langen Atem. Immerhin gibt es jetzt endlich einen Termin für die Öffnung der Impfzentren, der lokalen Impfzentren, die schon im Dezember in aller Eile errichtet wurden. Diese Öffnung wurde unter anderem von den Landkreisen schon lange gefordert, damit Menschen über 80 keine langen Wege zurücklegen mussten, um geimpft zu werden. Zudem müssen wir die Barrierefreiheit, die Fahrtkostenerstattung und vor allem eine niedrigschwellige und zuverlässige Terminvergabe sicherstellen. Weil es darf doch nicht sein, dass impfbereite Menschen entnervt aufgeben, weil sie telefonisch stundenlang nicht durchkommen, weil sie sich mit englischsprachigen Telefonansagen rumärgern müssen. Das muss man sich einmal vorstellen. Während unsere Gesundheitsämter immer noch Faxe schicken, schicken wir Links und QR-Codes an über 80-Jährige, die sich impfen lassen wollen. Das ist doch hanebüchen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum das Land Hessen einen so komplizierten Zugang zu den Impfungen gemacht hat. Ein mehrstufiges Anmeldeverfahren, weil selbst jüngere Angehörige an den Rand der Verzweiflung bringt. In Berlin lag jedem Einladungsbrief an über 80-Jährige ein Taxigutschein zum Impfzentrum bei. In Hessen sollen die Leute zunächst einmal bei ihrer Krankenkasse nachfragen, ob die nicht bereit sind, die Kosten zu übernehmen. Wenn wir wollen, dass alle so schnell wie möglich geimpft werden, um Leben zu retten und auch um die gesamtgesellschaftlichen Kosten zu verringern, dann braucht es schnelle, einfache und pragmatische Lösungen, meine Damen und Herren. Nötig ist ein Fahrplan zur Impfung immobiler Personen im häuslichen Umfeld und ihrer Angehörigen. Und problematisch ist auch die mangelnde Flexibilität, wenn es um die Impfpriorisierung geht. Vergangene Woche haben sich erste junge Menschen mit schweren Erkrankungen ihr Recht auf ihre Impfung vor Gerichten erklagt, auch in Hessen. Wollen wir wirklich, dass Hunderte Schwerkranke vor Gericht ziehen müssen, um sich das Recht auf eine Impfung einzuklagen? Obwohl die STIKO-Empfehlung als auch die Bundesimpfverordnung doch Spielräume lassen für diese Menschen. Wir müssen auch in Hessen genutzt werden, damit Menschen, die Risikogruppe sind, die Risikopatienten sind, schnellstmöglich geimpft werden können, meine Damen und Herren. Ja, es ist beeindruckend, dass es nach so kurzer Zeit einen Impfstoff gegen das Virus gibt. Aber wie bei der Forschung, die massiv in Milliardenhöhe von der öffentlichen Hand gefördert wurde, gilt auch bei der Impfstoffproduktion, der Markt regelt es eben nicht und auch kein Placebo-Impfgipfel. Und dass jetzt ernsthaft von einigen vorgeschlagen wird, man solle den Pharmakonzernen zu den vertraglich vereinbarten Preisen und zusätzlich zu den öffentlichen Forschungsgeldern jetzt auch noch Prämien bezahlen, damit sie den vereinbarten Impfstoff liefern, meine Damen und Herren, das ist grotesk.
Wenn es genug Produktionskapazitäten gibt, dann müssen die Konzerne sie ausschöpfen, und zwar ohne zusätzliche Prämien. Und wenn es Probleme mit den Produktionskapazitäten, den Lieferketten oder der Beschaffung mit Rohstoffen gibt, wie ja jetzt behauptet wird seitens der Konzerne, dann helfen doch auch die Prämien nichts. Dann muss der Staat eingreifen, die Produktionskapazitäten erhöhen und die Lizenzen freigeben. Ja, dadurch wird nicht kurzfristig viel mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, weil Herstellungsverfahren zugelassen und Produktionsmöglichkeiten erst geschaffen werden müssen. Aber diese Pandemie wird doch im Herbst nicht vorbei sein. Vielleicht ist sie in den reichen Ländern dieser Welt so gut wie vorbei. Aber das Virus zu bekämpfen, muss doch heißen, es weltweit zu bekämpfen, und das wird dauern. Und das darf nicht davon abhängen, ob die Preise hoch oder die Produktion lukrativ ist, zumal wir noch gar nicht genau wissen, wie lange der Schutz durch die Impfung überhaupt anhält. Und deshalb ist es notwendig, nicht so kurzfristig zu denken, sondern langfristig Produktionskapazitäten zu schaffen. Und Solidarität mit dem globalen Süden bedeutet eine faire Verteilung von Impfstoffen, weg mit den Patenten und her mit den Lizenzen. Bis es ausreichend Impfstoff gibt, muss die Verbreitung des Virus so stark eingedämmt werden, dass Infektionsketten wieder nachverfolgt werden können. An vielen Orten des öffentlichen Lebens, im ÖPNV, in dem Einzelhandel, besteht jetzt die Pflicht zu medizinischen Masken. Was grundsätzlich sinnvoll ist, weil sie besser schützen. Aber sie sind eben zum Beispiel auch teurer als ein Schal, den man sowieso hat, oder eine Stoffmaske, die man waschen und wiederverwenden kann. Und jetzt hat die Landesregierung 1 Million OP-Masken für Bedürftige zugesagt. Aber laut Paritätischen Wohlfahrtsverband gelten 16% der Menschen in Hessen als arm. Das sind 1 Million Menschen. Und auch wenn man jetzt die über 60-Jährigen und die Risikopatienten abzieht, die ja Berechtigungsscheine bekommen, dann bleiben noch viel zu viele Menschen übrig für 1 Million Masken. Auch 2 oder 3 Masken pro Person sind bei einem Einwegprodukt mit sehr begrenzter Tragedauer ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bei der Maskenpflicht muss doch garantiert sein, dass niemand vom öffentlichen Leben ausgeschlossen ist oder aber Masken am Ende so lange trägt, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr schützen, nur weil er zu wenig Geld hat. Dass Masken zudem über die Tafeln ausgegeben werden sollen, ist auch fragwürdig. Die Tafeln werden vorwiegend von Ehrenamtlichen getragen. Viele gehören der Risikogruppe an, und sie versuchen gerade, den Betrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Die Verantwortung für die Maskenverteilung wird jetzt dem Ehrenamt aufgedrückt. Und, meine Damen und Herren, wie kann es denn sein, dass der Vorsitzende der Hessischen Tafeln aus dem Fernsehen erfahren hat, dass Hessen die Abgabe über die Tafeln organisieren will? Und dass laut Presseberichten noch immer viele Tafeln weder wissen, an wen sie verteilen sollen, noch wann die Masken kommen. Und das 1 Woche, nachdem die Pflicht für medizinische Masken verhängt wurde. Und deshalb stellen Sie endlich sicher, dass alle Menschen den besten Schutz haben, und zwar unabhängig von ihrem Geldbeutel. Notwendig sind kostenlose FFP2-Masken für alle, die es sich sonst nicht leisten können. Und die Masken, die man jetzt braucht zur Teilnahme am öffentlichen Leben, die dürfen nicht ein Produkt wie jedes andere sein. Wir brauchen eine Preisbindung, auch um Wucher zu verhindern. Und völlig unabhängig von der Frage der Masken fordern wir schon seit Langem, dass pandemiebedingte Kosten endlich bei den Sozialleistungen aufgeschlagen werden. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Weil die Hartz-IV-Leistungen für Kinder und Jugendliche so gering sind, wurde irgendwann das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Und eine zentrale Leistung daraus ist das kostenfreie Mittagessen in Kitas und Schulen. Geht ein Kind, wie aktuell gefordert, nicht in die Kita oder in die Schule, gibt es eben dieses kostenfreie Mittagessen nicht. Das fällt dann einfach weg. Hunger hat das Kind trotzdem. Bei einem 3-jährigen Kind sieht der Hartz-IV-Regelsatz nicht einmal 3 € pro Tag für Essen vor. Wie sollen Sozialleistungsbeziehende von nicht mal 3 € ein gesundes Frühstück, ein gesundes Mittagessen und ein Abendessen für ihr Kind finanzieren?
Erklären Sie mir das, Herr Ministerpräsident, oder aber setzen Sie sich auf Bundesebene endlich für einen deutlichen Corona-Aufschlag auf Sozialleistungen ein. Die Sozialverbände fordern eine sofortige Anhöhung auf 600 €, und das wäre zumindest einmal ein Anfang. Deswegen unterstützen wir diese Forderung. Die große Gefahr durch Corona ist, dass viele Menschen infiziert sind, es aber gar nicht merken, weil sie keine Symptome haben, aber andere Menschen anstecken, die dann schwer erkranken. Und dagegen gibt es neben Maskenhygiene und Abstand ein weiteres wirksames Mittel, und das ist das Testen. Und es wird immer noch viel zu wenig getestet, und vor allem gibt es zu wenig kostenlose Tests. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland, das reiche Deutschland, beim Testen auf Platz 50, weit hinter den meisten anderen europäischen Staaten. Dänemark zum Beispiel testet viermal so viel wie Deutschland. Und aber in Deutschland gilt immer noch sehr oft: keine Symptome, kein Test. Immer wieder habe ich Anschreiben bekommen oder auch aus dem Bekanntenkreis gehört, dass Leute sich vergeblich um einen Test bemüht haben, weil die Erzieherin in der Kita an Corona erkrankt war, weil die Arbeitskollegin erkrankt war und weil man doch einfach wissen wollte, ob man sich vielleicht selber auch infiziert hat oder vielleicht das Kind infiziert hat und weil man niemanden anstecken wollte. Und alle Landtagsabgeordneten, die jetzt in diesem Saal sitzen, haben alle die Möglichkeit, sich zweimal in dieser Woche kostenfrei zu testen. Das ist gut und das ist wichtig. Aber diese Angebote brauchen wir für viel mehr Menschen, damit wir Infektionen erkennen, auch wenn die Menschen keine Symptome haben. Der Landkreis Pfaffenhofen in Bayern hat seine Inzidenz von 266 vor Weihnachten auf 35 senken können. Unter anderem wurden dort sechs Testzentren eingerichtet, bei denen sich alle EinwohnerInnen kostenfrei testen lassen können, schnell und ohne weite Wege. So kann man Infektionen rechtzeitig erkennen. Ja, das kostet Geld, aber das rettet Leben. Und angesichts der immensen Summen, die gerade aufgewendet werden, und angesichts dessen, dass wir in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt leben, kann das nicht zu teuer sein. Ja, die Tests wurden mittlerweile deutlich ausgeweitet, aber auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums ist immer noch zu lesen, Zitat: beim Testen ist ein zielgerichtetes Vorgehen wichtig. Testen ohne Anlass führt zu einem falschen Sicherheitsgefühl. Testen ohne einen begründeten Verdacht erhöht außerdem das Risiko falsch positiver Ergebnisse und belastet die vorhandene Testkapazität. Daher wollen wir verstärkt, aber auch gezielt testen. Das steht immer noch auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums. Ja, natürlich ist ein Test eine Momentaufnahme. Und natürlich macht Testen Abstand und Maske nicht überflüssig. Aber durch regelmäßiges Testen werden Infektionen erkannt und es werden Kontakte ermöglicht. Und zwar ohne Angst, vielleicht die hochbetagten Eltern anzustecken und ohne die Gefühle von Schuld und Scham, wenn man jemanden angesteckt hat, weil man keine Symptome hatte und nichts von seiner Infektion wusste. Warum gibt es denn nicht flächendeckend Testzentren, mobile Teststationen, Drive-ins, wo sich Menschen kostenfrei testen lassen können? Diese verfehlte Teststrategie und unterlassenes Testen haben fatale Folgen, und das sehen wir vor allem in Hessen, auch in den Alten- und Pflegeheimen. Die Hessenschau veröffentlichte gestern einen Artikel unter der Überschrift Corona in den Altenheimen, 2800 Tote und keiner will schuld sein. Das trifft es leider nur zu gut. Meine Damen und Herren, am 23. September 2020 erhielt der erste Antigen-Schnelltest in Europa seine Zulassung. Am 15. Oktober trat eine Bundesverordnung in Kraft, die den Einsatz von Schnelltests in Pflegeheimen regelte. Doch erst am 16. Dezember wurde diese Regelung in Hessen wenigstens für einen Teil der Beschäftigten rechtsverbindlich umgesetzt. Seit Mitte Januar erst gilt endlich eine Testpflicht für alle Beschäftigten zweimal pro Woche, nachdem unter anderem wir und auch viele andere das monatelang gefordert hatten. Und allein der zeitliche Ablauf zeigt doch, das kommt alles viel zu spät. Denn insbesondere im November und im Dezember hat das Coronavirus in den hessischen Alten- und Pflegeheimen massiv gewütet und hunderte Menschenleben gekostet. Ja, und die Landesregierung muss sich vor diesem Hintergrund fragen lassen, welchen Anteil diese zeitlichen Versäumnisse daran hatten.
Doch da gibt es von Ihnen, Herr Ministerpräsident, keinerlei Selbstkritik, kein Eingeständnis von Fehlern. Im Gegenteil, Sie stellen sich hin und loben sich für Ihre Strategie. Und ich sage ehrlich, das ist unwürdig angesichts dieser hohen Todeszahlen. Denn es ist ja nicht so, dass niemand darauf hingewiesen hätte, dass Testkapazitäten eingesetzt werden müssen, um regelmäßig das Gesundheitspersonal zu testen. Die Pflegeheime haben darauf hingewiesen. Expertinnen und Experten haben darauf hingewiesen. Ja, auch die Opposition in diesem Landtag hat darauf hingewiesen und das monatelang gefordert. Mehr Tests für Pflegepersonal gibt es jetzt. Aber Unterstützungskräfte für die Heime, für die Tests von Besucherinnen und Besuchern, die gibt es doch bis heute kaum. Stattdessen hat Minister Klose verfügt, dass sich die Menschen auf Selbstzahlerbasis vorher selber testen, vorab selber testen sollen, wodurch doch wieder arme Menschen benachteiligt werden, weil sich doch nicht jeder jedes Mal 40 Euro leisten kann, wenn er seine Mutter oder seinen Vater im Pflegeheim besuchen will. 40 Euro, 60 Euro, gibt ja verschiedene Angebote. Und warum gibt es keine Unterstützung für die Tests in den Einrichtungen selber? Warum gibt es das nicht? Die Tests gibt es ja, die kosten halt nur Geld. Oder warum gibt es nicht wenigstens ein Erstattungsverfahren wie in Hamburg für diese Kosten, Herr Minister Klose? Es kann doch nicht sein, dass es vom Geldbeutel der Angehörigen abhängt, ob die Menschen in den Pflegeheimen regelmäßig Besuch erhalten können oder nicht. Das kann doch nicht angehen in diesem Land. Meine Damen und Herren, auch wenn die Intensivstationen nicht überfüllt sind, wie festgestellt wurde, sie sind doch an vielen Stellen überlastet. Und um die Intensivkapazitäten zu schonen, müssen die Freihaltepauschalen wieder für alle Krankenhäuser gewährt werden, um nicht notwendige Eingriffe zu verschieben. Und zu den Freihaltepauschalen hat sich gerade wieder der Deutsche Landkreistag zu Wort gemeldet, weil in der Fläche ein großes Krankenhaussterben droht. Und ich will auch deutlich machen, dass es mehr braucht als Aufrufe und warme Worte, um ausgebildetes Pflegepersonal, welches mittlerweile in anderen Berufsfeldern arbeitet, für das Gesundheitssystem zurückzugewinnen. Allein die Berliner Charité hat über 170 Pflegekräfte, die aus dem Beruf ausgeschieden waren, zurückgewonnen für die Pflege. Mit einer Werbekampagne, vor allem aber mit guten Konditionen. Unseren Haushaltsantrag zur Rückkehrprämien für Pflegepersonal haben Sie mit Ihrer schwarz-grünen Mehrheit abgelehnt, wie Sie ja alles ablehnen. Ich meine, das ist ja auch, Herr Wagner, Sie stellen sich hier hin und sagen, reden irgendwas von gemeinsam und sagen, jetzt sollten wir mal aufhören mit dem Hickhack zwischen Opposition und Regierung. Also ich sage mal, wir sind es nicht, die jeden Antrag der Regierungsfraktionen ablehnen, weil da Regierungsfraktion oben drüber steht. Sie hingegen als Regierungsfraktionen lehnen pauschal jeden Antrag, jeden Vorschlag und jede Anregung, die aus Kreisen der Opposition kommt, lehnen Sie pauschal ab. Wenn Sie das so machen, dann glauben Sie nicht, dass Sie uns hier belehren müssen über Parteihickhack. Dann fangen Sie bei sich selber an, wenn Sie mit diesem Hickhack aufhören wollen und irgendetwas gemeinsam machen wollen in diesem Haus. Und natürlich brauchen wir dauerhaft eine Aufwertung der Pflegeberufe durch höhere Löhne, durch bessere Arbeitsbedingungen, durch Personalmindeststandards. Und wir brauchen die Rücknahme der Rente ab 67, die nämlich Rentenabschläge und damit Altersarmut für alle Pflegekräfte bedeutet, die nicht bis weit über 60 Menschen pflegen, heben und im Schichtdienst arbeiten können. Das wäre mal ein echtes Zeichen der Dankbarkeit, die allen Pflegekräften viel mehr helfen würde als all die warmen Worte, als all der Dank und als all der Applaus zusammen, meine Damen und Herren. Pflegekräften hingegen völlig pauschal, ohne Datengrundlage, eine fehlende Impfbereitschaft zu unterstellen, wie der bayerische Ministerpräsident Söder das getan hat, und mit einer Impfpflicht zu drohen, obwohl es dafür überhaupt keinen Impfstoff gibt, ist vollkommen unangebracht, und das hat viele Pflegekräfte vor den Kopf gestoßen. Die Pflegekräfte sind es, die tagtäglich ihre eigene Gesundheit riskieren in dieser Pandemie, und man sollte nicht auf ihre Kosten von den eigenen Fehlern ablenken. Meine Damen und Herren, besonders belastet in dieser Situation sind die Kinder und Jugendlichen. Im Lockdown hat sich die
Landesregierung bei den Kitas und Schulen einen schlanken Fuß gemacht und die Verantwortung abgeschoben. Ja, formal sind die Kitas offen, aber die Eltern sind angehalten, sie nicht zu nutzen. Die Eltern sollen das einfach frei entscheiden. Als könnten Eltern frei entscheiden, ob sie arbeiten oder nicht, ob sie ihre Kinder betreuen oder eben dabei arbeiten. Ja, sie können ihre wenigen Urlaubs- und Kinderkranktage jetzt aufbrauchen, wo keiner weiß, wie dieses Jahr weitergeht und wie lange der Lockdown noch geht. Oder sie betreuen ihr Kind unter höchster Belastung nebenbei im Homeoffice und werden dann weder dem Kind noch der Arbeit gerecht. Oder aber sie spannen Großeltern und Freunde ein, was aber dem Sinn der Kontaktbeschränkungen natürlich wieder zuwiderläuft. Auf der einen Seite sind die Arbeitgeber mit ihren Erwartungen, auf der anderen Seite die Kita-Leitung, die zu Recht die Gruppen klein halten will. Das ist in vielen Fällen ein kaum lösbarer Konflikt, der auf Kitas und Eltern vor Ort abgeschoben wurde und allen Beteiligten sehr viel Frust und sehr viel Ärger einbringt. Weil die Regelungen sind teils willkürlich und sie hängen auch von den Sprachregelungen der einzelnen Einrichtungen ab. So sind manche Kitas zu 90% belegt, andere sind zu 90% leer. In Frankfurt etwa sind alle Kitas nur noch 7 Stunden geöffnet. Bei 30 Minuten Arbeitsweg einer Alleinerziehenden reicht das also mit Mühe und Not noch für einen 6 Stunden Arbeitstag. Damit ist dann auch den sogenannten Systemrelevanten nicht geholfen. Und da zu sagen, die Kitas sind ja offen, naja, das ist zumindest mal irreführend. Und auch bei der Erstattung der Kita-Gebühren gibt es einen großen Wildwuchs und erhebliche Unterschiede in den einzelnen Kommunen. Die Verantwortung komplett einfach auf die Kommunen abzuschieben, das sorgt für Unklarheit und das untergräbt auch die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen. Nicht nur die Verantwortung wird aufs Kita-Personal abgewälzt, sondern auch ein enormes gesundheitliches Risiko. Die Landesregierung muss mehr tun für den Schutz der Beschäftigten. Erzieherinnen und Erzieher brauchen kostenfreie Masken und Sie sollten mindestens 2-mal pro Woche in der Einrichtung getestet werden, ohne dass sie sich in ihrer freien Zeit um eine Testmöglichkeit bemühen müssen. Und es braucht klare Regelungen für Tests und Quarantäne von Kindern bei Corona-Infektionen im familiären Umfeld. Das wäre das Mindeste für die Kita-Beschäftigten, die für zu wenig Gehalt den Familien, die es brauchen, den Rücken frei halten. Auch die Situation an den Schulen ist angespannt. Der Kultusminister lädt, so wie man es von ihm gewohnt ist, jegliche Verantwortung bei den Schulen und bei den Eltern ab. Auch hier gilt, die Eltern müssen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Die Lehrkräfte haben nun sowohl Distanz- als auch Präsenzunterricht zu stemmen. Und jede Schule muss sich Konzepte für veränderte Schulsituationen immer wieder selbst ausdenken. Das Aussetzen der Präsenzpflicht bei gleichzeitigem Distanzunterricht ist die denkbar schlechteste Variante. Weil die Eltern müssen beim Homeschooling helfen und die Lehrer müssen doppelt unterrichten, nämlich vor Ort und auf Distanz. Und wenn Sie, Herr Kultusminister Lorz, ernsthaft behaupten, es gebe keinen Unterschied im Lernfortschritt zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, dann fragt man sich schon, in welcher Welt Sie eigentlich leben. Stellen wir uns doch mal der Realität. Distanzunterricht. Es klingt ja gut. Distanzunterricht. Aber in den meisten Fällen bedeutet das, dass es Wochenpläne mit Aufgaben gibt, die die Eltern dann mit den Kindern durchgehen müssen. Und viele Familien verfügen über keine gute technische Ausstattung, über kein schnelles Internet. Die Lernplattformen und Server sind immer wieder überlastet. Und viele Kinder haben kein eigenes Zimmer, wo sie ungestört von ihren Geschwistern in Ruhe Hausaufgaben machen können, Homeschooling machen können, lernen können. So zu tun, als könnten Eltern über Wochen hinweg Lehrer ersetzen und dann zu sagen, der Lernfortschritt bleibt derselbe, das glauben Sie doch selber nicht, Herr Minister. So werden die Schüler abgehängt, die es ohnehin schon schwer haben in diesem Schulsystem. So verschärft sich die soziale Benachteiligung im Bildungssystem weiter. Und bezeichnend, Herr Minister, war Ihre Antwort in der Pressekonferenz, als Sie diesen Irrsinn vorgestellt haben und ein Journalist Sie fragte, ob der Unterricht aus dem Klassenzimmer dann live an die Kinder zu Hause gestreamt werden könne. Antwort des Kultusministers. Das wäre, Zitat, natürlich super, aber das sei wohl noch nicht. Danke. Frau Wissler, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Schwarz zu? Da
Das wäre, Zitat, natürlich super, aber es sei wohl noch nicht an allen Orten in Hessen möglich. Herr Minister, wenn Sie das so super finden, ja, warum haben Sie denn dafür nicht dafür gesorgt, dass es möglich wird? Das wäre doch Ihr Job gewesen. Sie sind Kultusminister, und Sie hatten von Mai bis Dezember Zeit, genau das vorzubereiten, Herr Minister. Das wäre Ihr Job gewesen. Passiert ist nichts. Keine Konzepte, keine Luftfilter in den Klassenräumen, keine Digitalisierungsoffensive. Zudem müssten doch jetzt endlich mal alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Auch das ist noch nicht passiert. Und wir haben doch vor Monaten einen Corona-Winterfahrplan gefordert für die Schulen. War doch Thema im KPA. Aber im Kultusministerium hielt man das offensichtlich nicht für notwendig. Immerhin findet jetzt beim Wechselunterricht, gegen den Sie sich ja so lange gesträubt haben und den Sie mit Händen und Füßen verhindern wollten, langsam findet dort jetzt ein Umdenken statt, weil es Druck gab aus den Schulen, aus den Gewerkschaften, den Elterninitiativen und der Opposition. Gut, dass es da endlich ein Umdenken gibt. Schauen wir uns an, wie es am Ende funktioniert, wie es umgesetzt wird bei der mangelnden Vorbereitung, die es leider gibt an den Schulen. Aber es bleiben noch viele Fragen offen. Und da schweigen Sie einfach dazu. Was ist mit Dienstgeräten für Lehrkräfte, mit Internetzugängen für bedürftige Schüler? Was ist mit der Unterrichtsgestaltung? Wie können denn die Teststrategien an den Schulen verbessert werden und verstetigt werden? Wie können die Abschlussprüfungen pandemiegerecht stattfinden? Diese Fragen sind nach bald einem Jahr der Pandemie immer noch unbeantwortet. Ja, natürlich, dass man im Frühjahr darauf keine Antworten hatte, Herr Kultusminister, das ist verständlich. Die Situation war neu. Aber warum haben Sie denn nicht den Sommer genutzt, den Herbst genutzt, um die Schulen auf diese Situation vorzubereiten? Über Jahre hinweg haben Sie behauptet, es gäbe keinen Unterrichtsausfall, es gäbe keinen Lehrermangel, und die Schulen wären auch noch baulich in einer guten Ausstattung. Jetzt merken wir doch, wie das alles ineinander zusammenbricht, wie schlecht unsere Schulen vorbereitet sind. Sie sind baulich schlecht ausgestattet und marode. Es gibt viel zu wenig Lehrer, weil man hier viel zu lange erzählt hat, die Schülerzahlen würden zurückgehen, und dieser Minister immer davon erzählt hat, es gäbe eine demografische Rendite, und deswegen müsste man nicht mehr Lehrer einstellen. Und das rächt sich doch jetzt. Das ist doch Ihre Politik, die sich jetzt rächt. Und deshalb ermöglichen Sie einen sinnvollen Pandemiebetrieb. Entlasten Sie die Eltern, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Schulleitung. Meine Damen und Herren, Kinder und Jugendliche brauchen zwingend den Kontakt zu Gleichaltrigen. Die weitgehenden Beschränkungen auf den eigenen Hausstand wird zu einem entwicklungspsychologischen Problem. Eltern können den Kontakt zu anderen Kindern nicht ersetzen. Für uns ist klar, wenn wir über Lockerungen reden, dann müssen Kinder und Jugendliche, dann müssen Kitas und Schulen Priorität haben. Denn anders als bei Wirtschaftsbetrieben kann man die Folgen des Lockdowns für Kinder und ihre Entwicklung nicht mit Geld ausgleichen. Die Kontaktbeschränkung, ein Haushalt plus eine weitere Person, ist für Menschen mit kleinen Kindern praktisch nicht einzuhalten. Weil man kann eine Dreijährige nicht einfach mal alleine zu ihrer Freundin schicken. Und wie soll man an einem Kind, das morgens mit anderen Kindern in der Kita gespielt hat, erklären, dass es nachmittags auf dem Spielplatz mit denselben Kindern nicht spielen darf, weil die aktuellen Regelungen es untersagen? Und was wir an dieser Stelle auch nicht ignorieren sollten, die Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus eins ist angesichts vielfältiger Familienstrukturen und Formen des Zusammenlebens wirklichkeitsfremd. Wie soll sich denn eine Vierer-WG auf eine weitere Person einigen, mit der sie sich noch trifft? Und es ist schon darauf hingewiesen worden, wir wissen, dass Frauen besonders stark unter den Corona-Folgen zu leiden haben. Frauen haben die größeren Einkommenseinbußen und übernehmen den Großteil der Betreuungsarbeit. Wir erleben eine Zunahme von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Das hat eine Studie schon nach dem ersten Lockdown gezeigt. Diese Frauen brauchen Hilfe und Unterstützung gerade jetzt. Ja, und wir müssen aufpassen, dass wir Errungenschaften, für die wir lange gekämpft haben, dass diese Errungenschaften nicht gefährdet sind in dieser Krise. Herr Ministerpräsident, Sie haben vorhin gesagt, mit Freude dürfen wir feststellen, dass die vielfach befürchtete Infektionswelle durch Weihnachten, durch Silvester, durch die Ferien nicht eingetreten sind. Da haben Sie recht, die Infektionszahlen gingen sogar leicht zurück. Aber was ist denn an den Feiertagen und in den Ferien anders als sonst? Es gehen weniger Menschen zur Arbeit. Und
Seit Monaten weisen wir auf diesen blinden Fleck in den Corona-Maßnahmen hin. Die Arbeitswelt, die Betriebe. Die Kontaktbeschränkungen enden am Betriebstor, die Ausbreitung des Virus leider nicht. Dort, wo Menschen ohne Abstand zusammenarbeiten, verbreitet sich das Virus. Das haben wir gesehen in den Schlachtbetrieben oder bei Amazon. Und noch immer fahren täglich viel zu viele Menschen in zu vollen Bahnen zur Arbeit in Großraumbüros. Während im Privatleben alles streng reguliert ist, beließ man das bei Unternehmen bei ebenso freundlichen wie wirkungslosen Appellen, man möge doch mehr Homeoffice ermöglichen. Hat aber nicht geklappt. 40% wären möglich nach Schätzungen, 14% waren es im November. Und deswegen brauchen wir in Pandemiezeiten ein Recht auf Homeoffice, weil auch wenn wir wissen, dass natürlich nicht jeder Job ins Homeoffice verlegt werden kann, aber die, die es tun können, sollen es tun. Belgien und Schweiz machen vor, wie das geht, und die machen auch vor, wie es wirksam kontrolliert werden kann. Der Infektionsschutz in den Betrieben muss besser geregelt und kontrolliert werden. Und die Jobcenter müssen aufhören, Erwerbslose zu Maßnahmenpräsenz zu verpflichten, was offenbar immer noch geschieht. Es ist doch absurd, wenn Eltern ihre Kinder aus Infektionsschutzgründen nicht in die Schule schicken, aber dann der Vater zum Bewerbungstraining in der Gruppe verpflichtet wird. Das muss aufhören. Das sind vollkommen unnötige Kontakte in dieser Pandemie, meine Damen und Herren. Wir als Linke fordern einen solidarischen Lockdown, der Hilfen und Lasten gerecht verteilt. Es ist eben nicht nur im Privatleben und in einzelnen Branchen. Es kann auch nicht angehen, dass für ganze Branchen wie die Veranstaltungsbranche, Kulturschaffende, Schausteller de facto seit bald einem Jahr einem Betätigungsverbot unterliegen und andere Unternehmen die Investitionen scheuen, ihren Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen und in VPN-Zugänge zu investieren. Und diese Halbherzigkeit beim Infektionsschutz, die sorgt dafür, dass sich der Lockdown noch länger hinziehen droht und dass Arbeitsplätze in bestimmten Branchen gefährdet sind. Ein Taxifahrer in Hanau hat mir vor kurzem erzählt, dass er von 7 bis 17 Uhr gearbeitet hat und 70 Euro eingenommen hat in 10 Stunden Arbeit. Keine Messen, kein Flugverkehr, keine Geschäftsreisen. Viele Gewerbetreibende wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Die ersten Kinos schließen bereits dauerhaft, Kultureinrichtungen sind bedroht, Gastronomiebetriebe stehen vor dem Aus. Die Gelder, die unterstützen sollten, die sogenannten Novemberhilfen, kommen jetzt im Februar. Solo-Selbstständige warten weiter vergebens auf Unterstützung. Viele Studierende haben ihren Nebenjobs verloren und können sich wegen geschlossener Bibliotheken kaum auf ihre Prüfungen vorbereiten. Und dann gibt es eben auch die Unternehmen, die die Krise missbrauchen, um Arbeitsplätze abzubauen und Standorte zu schließen. Und hier wäre es dringend notwendig, dass die Landesregierung sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzt, meine Damen und Herren. Die Pandemie trifft alle, aber sie trifft nicht alle gleich. Wer vorher schon kaum in die Runden kam, wer in beengten Wohnverhältnissen wohnt, den trifft diese Krise besonders hart. Die Krise hat große volkswirtschaftliche und wirtschaftliche Verwüstungen angerichtet, aber nicht überall. Es sind nicht alle ärmer geworden in dieser Krise. Und es gibt neue Studien von Oxfam, beispielsweise, die sagt, dass die 10 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen im letzten Jahr trotz Pandemie um fast eine halbe Billion US-Dollar steigern konnten. Von dem Gewinn könnte man Covid-Impfungen für die gesamte Menschheit bezahlen. Und auch in Deutschland geht das, die ungleiche Verteilung von Reichtum immer weiter, nimmt immer weiter zu. Im letzten Jahr gab es trotz Corona-Krise 58.000 neue Millionäre in Deutschland. Nicht profitiert haben die Geringverdiener, die in Kurzarbeit sind, die vorher schon in Niedriglöhnen gearbeitet haben. Und es wird ja immer gerne gesagt, in der Pandemie sitzen wir alle in einem Boot. Ja, das stimmt. Aber die einen rudern wie verrückt, andere klammern sich an die Reling und drohen, über Bord zu gehen, während es sich andere unter Deck ziemlich gut gehen lassen und davon profitieren, dass andere das Boot voranbringen. Und angesichts dieser Zahlen der Verteilung von Vermögen, das immer weiter gestiegen ist, auch im Jahr der Corona-Krise. Was liegt denn da bitte näher, als eine Vermögensabgabe zu fordern und eine höhere Besteuerung von Vermögen in dieser Krise? Ja, wer soll denn sonst die Kosten bezahlen, wenn nicht die, die mehr haben als alle anderen? Aber es kommt ja dann immer
wieder einer daher, dem noch etwas Dummes einfällt, diesmal in Gestalt vom Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der jetzt vorgeschlagen hat, man solle sich doch von den Beteiligungen des Bundes trennen, also sprich privatisieren und das Tafelsilber verkaufen, um an Geld zu kommen. Als gäbe es in diesem Land nicht Geld wie Heu, es ist nur zutiefst ungerecht verteilt. Die Oxfam-Studie sagt, dass für das Jahresgehalt eines DAX-Vorstandes durchschnittlich etwa 5,6 Millionen müsste eine Pflegekraft in Deutschland über 156 Jahre arbeiten. Mit Leistungsgerechtigkeit hat das ja wohl mal gar nichts zu tun. Das ist einfach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und dann fordert der Kanzleramtsminister Helge Braun, die Schuldenbremse für längere Zeit auszusetzen. Und dann denkt man, oha, jetzt kommt endlich mal ein bisschen Seriosität und Realitätssinn in die Finanzpolitik der Union. Und dann kriegt er ordentlich Ärger und twittert, I love Schuldenbremse. Nun gut, aber was doch notwendig ist, ist die Besteuerung höherer Vermögen, eine einmalige Vermögensabgabe und die Abschaffung der unseligen Schuldenbremse. Weil im Moment kann doch niemand sagen, wie lange diese Beschränkungen dauern und welche Auswirkungen sie auf diese Gesellschaft haben werden. Und für uns ist klar, und damit komme ich zum Schluss, wir wollen in vielen Bereichen nicht einfach ein Zurück zur Normalität. Wir müssen die Lehren aus der Krise ziehen. Der Normalzustand, das war die Überlastung auf den Intensivstationen, das war der Pflegenotstand. Die neue Normalität muss eine sein, ohne Fallpauschalen, ohne Privatisierungen und mit Krankenhäusern in der öffentlichen Hand. Die neue Normalität muss doch eine gut finanzierte öffentliche Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge sein. Diese Lehren müssen wir ziehen aus dieser Krise. Gegen Corona gibt es jetzt einen Impfstoff, gegen Armut, soziale Ungerechtigkeit, gegen Klimakrise, Rassismus und die vielen anderen Probleme unserer Zeit müssen wir uns ohne medizinische Hilfe immunisieren. Vielen Dank.